Hallo ihr Hallodries, mein Name ist Endenburg und heute gibt es einen ersten Eindruck zu Warlords Awakening. Es handelt sich hier um ein asiatisches Hack-and-Slay-MMORPG, das in typisch knuddeligem Anime-Look daherkommt. Kurze Ansage an dieser Stelle, dies ist ein gesponsertes Video, danke also an Playwith Interactive für die Unterstützung. Zu Beginn des Spiels stehen 5 Klassen zur Wahl. Der Blood Knight als klassischer Krieger, der Mage als Mage, der Hunter als Hunter, der Psychic als so eine Art Mischung aus Paladin und Schamane mit ein bisschen Enton drin, habe ich das Gefühl, und schließlich der Assassin als Schurkenklasse. Dazu werden mir in der Auswahl netterweise direkt die jeweiligen Battle Stances, also quasi die Spezialisierungen, angezeigt, sodass ich ein besseres Bild bekomme, welche Spielstile mich bei welcher Klasse erwarten. Ist meine Wahl getroffen, stehen mir 3 Rassen in männlicher und weiblicher Variante zur Verfügung. Knuddelige Anime-Rasse A, knuddelige Anime-Rasse B und die finstere, schon pubertäre, aber natürlich trotzdem putzige Anime-Rasse C. Einzige Ausnahme ist die Assassin-Klasse, die ist nämlich nur als weiblicher Naru, eine 4. exklusive Rasse, spielbar. Schade. Die anschließende Charaktererstellung ist insgesamt eher basic. Für Frisur und Gesichtsdetails sowie Farbtöne stehen allerdings zahlreiche Optionen zur Verfügung, die zudem nicht geschlechterspezifisch feilgeboten werden. Heißt konkret, dass mein wohlgemerkt männlicher Krieger letztlich folgendermaßen aus der Garderobe kommt. Gut frisiert und angekleidet lande ich nun also in der Welt. Ein besoffener Ritter in prächtiger Rüstung erklärt mir torkelnd, was ich zunächst zu tun habe. Einer solchen Autorität nicht widerstehen könnend, lande ich bei Mrs. Ich tätschel etwas, das das Resultat eines sadistischen Nähmaschinen-Experimentes sein muss. Hier erhalte ich als kleines Willkommensgeschenk ein Ei, aus dem mein erstes Pet schlüpfen wird. Ich brüte das erhaltene Ei also in meinen von einem Nest kaum zu unterscheidenden Inventartaschen aus und erhalte einen mies gelaunten Bären. Nun geht es zurück zur seltsamen Lady, um ihr stolz zu verkünden, dass aus dem Ei in meiner Tasche ein Bär geschlüpft ist. Ich bekomme die Information, dass man seine Tierchen nicht nur hochleveln, sondern auch fusionieren kann. Oha, denke ich. Seit ich das erste Mal als 10-jähriges Cornflakes-Gesicht in einem sympathischen Gameboy-Color-Spiel namens Dragon Quest Monsters einen Baum und einen Huhn fusioniert habe, um eine bewaffnete Bohne zu erhalten, spätestens aber seit ich Zeuge dieses glorreichen Ereignisses wurde, bin ich ein großer Freund von absurden Kreuzungen. Eher weniger ein Freund bin ich von der grafischen Aufmachung des Spiels. Die ist nun wahrlich in jeder Hinsicht nicht mehr zeitgemäß und muss toleriert werden können. Hinsichtlich der Welt in Warlords Awakening werden uns einerseits immer wieder schöne, liebevoll gestaltete Details wie dieses verwitterte Dino-Skelett geboten, leider sehen sich andererseits die Gebiete des ersten, ich nenn's mal Kontinents, alle recht ähnlich und unterscheiden sich vor allem farblich zu wenig voneinander. Auch die NPCs teilen sich, von einigen markanten Ausnahmen abgesehen, häufig recht ähnliche Charaktermodelle. Neben der obligatorischen Hauptbeschäftigung des Schnetzelns von Schlimmwesen ist das Herzstück von Warlords Awakening sein Pet-System. Die Haustiere haben unterschiedliche Fähigkeiten, auf einigen kann ich reiten, andere bringen mir lediglich Statusboni, wie zum Beispiel eine höhere Ausweichrate. Dadurch werden sie quasi Teil des Gears und der strategischen Ausrichtung, coole Sache. Trotzdem ist man immer ein bisschen enttäuscht, wenn ein Pet nicht reitbar ist und nur gewisse Werte erhöht. So habe ich nach kurzer Zeit mein zweites Pet, jenen Kandidaten, hier erhalten und dachte, vor allem da es gefährlicher und stärker aussieht als meine pinkhaarige Wenigkeit, dass es mir womöglich sogar im Kampf helfen würde. Nun, dem ist nicht so. Wieder kurze Zeit später erhalte ich bereits mein drittes Tier, dieses Mal einen babyblauen Delfin. Neben seiner Niedlichkeit hat er 5% mehr Reitgeschwindigkeit als der Bär zu bieten und ist somit in meinem Zoo der Taugenichtse herzlich willkommen. Außerdem sieht es herrlich albern aus, wie das Flossentier über den schlammigen Boden schwimmt. Jesus lief über Wasser, Delfino-Bär schwimmt über Erde. Wie bereits erwähnt, kann ich meine Pets außerdem nicht nur sammeln und reiten, sondern auch trainieren. Dazu opfere ich meine ungeliebten Tiere, indem ich, wie in diesem Beispiel, die komische Clown-Kreatur nehme und sie meinem geliebten Delfin zum Fraß vorwerfe, als wäre sie Whiskers für Meeresbewohner. Das Pet verschwindet im Anschluss und mein Delfin kriegt die XP gut geschrieben. Insgesamt ist festzuhalten, dass ich im Spiel wirklich in einer Tour Eier und somit Pets finde oder als Belohnung erhalte und der Sammeltrieb und das fast schon Pokémon-artige als Anreiz sehr gut funktionieren. Natürlich muss aber auch über das Kampfsystem gesprochen werden. Für ein Hack-and-Slay-MMO gestaltet es sich ziemlich genau so, wie man es sich vorstellen würde. Radikal neu erfunden wird das Rad keineswegs. Trotzdem macht der Monstermassenmord mit in die Höhe schnellender Combo-Anzeige durchaus Laune und ein gewisser Flow entwickelt sich, der mitunter auch mal dafür sorgt, dass ich noch weiter prügle, obwohl die Quest längst abgeschlossen ist. Die großen gelben Damage-Zahlen lassen sich übrigens ausschalten, was ich persönlich auch empfehlen würde. Ein bedeutender Grund dafür, dass das Kampfsystem insgesamt doch launig und befriedigend ist, obwohl es sich durchaus etwas flüssiger anfühlen könnte, ist das Battle Stance bzw. Spezialisierungssystem.
Es ist nämlich mitnichten so, dass ich mich für eine Kampfart entscheiden muss und die anderen beiden sind damit automatisch aus dem Rennen, wie man das aus vielen MMOs kennt. Stattdessen kann ich während des Kampfes jederzeit zwischen meinen drei Stilen wechseln, wodurch viel Abwechslung und strategische Tiefe in das Gekloppe integriert wird. Im Fall meines Kriegers kann ich zwischen Schild und Schwert, Doppelschwert und Großschwert wechseln, für alle Stile existieren zudem eigene Waffenslots. Einziger Wermutstropfen ist in dieser Hinsicht, dass sich die Specs noch deutlicher voneinander unterscheiden dürften. Mit zwei Schwertern stehen mir zwar etwas schnellere Angriffe zur Verfügung und als Großschwertschwinger zimmer ich besonders wuchtig drauf, aber die Schildspezialisierung macht leider kaum etwas aus ihrer eher tankigen Natur und fühlt sich an wie eine redundante Mischung aus den anderen beiden Specs. Wenn ich genügend Wut gesammelt habe, verwandle ich mich zudem in einen sogenannten Elite Lord. Auch hier hätte man mit der Namensgebung etwas kreativer sein dürfen. Elite Lord klingt wie Alpha Boss oder Superkönig oder Ultra Fighter, aber das ist nur der Sprachfetischist in mir. In dieser Form jedenfalls erhöhen sich meine Werte deutlich und ich richte für einen kurzen Zeitraum erheblich heftigeren Schaden an. Auch optisch leuchte ich nun bedrohlicher, hier wäre aber vielleicht sogar ein noch deutlicherer Effekt wünschenswert gewesen, um zu signalisieren, wie übertrieben on fire ich gerade bin. Natürlich fehlt auch in Warlords Awakening das obligatorische Skillsystem nicht. Für jeden meiner drei Kampfstile kann ich die entsprechenden Fähigkeiten aufleveln und abseits davon auch einige passive Werte erhöhen. Schön ist dabei einerseits, dass ich die Skills komplett frei auf die Slots meiner Wahl legen kann, andererseits hantiere ich im Laufe der Zeit auch wirklich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Fähigkeiten. Für die 6 pro Spec zur Verfügung stehenden Skills schalte ich nach und nach immer mehr und vielseitigere Fähigkeiten frei, wodurch überaus komplexe Builds möglich werden. Ein störender Faktor hingegen ist das Sounddesign. Die Grunzgeräusche der ungewaschenen Ogre als Beispiel ertönen einfach wesentlich zu oft und klingen qualitativ leider auch nicht besonders gut. Hier eine kleine Kostprobe. Zwar lassen sich die jeweiligen Sounds individuell regeln und natürlich auch komplett ausstellen, trotzdem bleibt das ein klarer Negativpunkt. Im Laufe des Abenteuers gestalten sich die zu absolvierenden Quests wie erwartet und schicken uns quer durch die Welt, um zu töten, zu sammeln und zu plaudern. Die dabei erlegten Unholde droppen allerdings keine Ausrüstung, sondern stattdessen Boxen, die zufallsbasiert diverse Helme, Stiefel, Schwerter oder ähnliches beinhalten. Das bringt zwar durchaus Spannung in die Leichenfledderei, mit der Zeit beginnt das ständige, zeitaufwendige Öffnen aber ein wenig zu nerven. Wenn mein Inventar dann voller Stahlprodukte ist, die ich nicht benötige, weil ich noch bessere Stahlprodukte besitze, kann ich die einzelnen Rüstungsteile im Inventar auseinandernehmen und gewinne so Rohstoffe für das Handwerk. Damit kann ich dann zu meinem Schmied Heinz gehen, Pluspunkte für den Namen, und mir ein schönes Schwert anfertigen oder auch Rüstungen oder Accessoires bei anderen NPCs. Sobald ich Level 10 erreiche, bin ich würdig, die Dungeons zu betreten, allein oder in einer Gruppe. Die bieten mir eine schöne, monsterverseuchte Abwechslung zu den konventionellen Levelgebieten und am Ende wartet natürlich ein Boss, der bei seinem Ableben für reichlich Erfahrungspunkte und fette Beute sorgt. Das gemeinsame Verdreschen der Gegnerhorden macht wenig überraschend im Team noch mehr Laune, zudem bekomme ich am Ende des Dungeons eine schön gezeichnete Story-Sequenz spendiert. Auch ein PvP-Teil ist vorhanden, allerdings ist dieser erst ab Level 40 in Form von 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 und 4 gegen 4 Arenen spielbar. Eine jederzeit easy aus dem Menü abrufbare Ranking-Übersicht zeigt mir dabei an, wie furchtbar ich im Vergleich zu meinen Mitspielern versage. Warlords Awakening ist übrigens nicht Free-to-Play, sondern befindet sich zurzeit im Early Access auf Steam und kostet dort 9,99 €. Den Link zum Spiel findet ihr in der Beschreibung. Bezüglich der obligatorischen Pay-to-Win-Frage hat der Publisher kommuniziert, dass es keine Elemente dieser Art im Spiel geben wird. Letztlich bleibt natürlich wie immer nur abzuwarten, ob dies langfristig eingehalten wird. Einen Shop gibt es allerdings durchaus schon, hier lassen sich neben speziellen Pets und Kostümen, die wohl später integriert werden, bereits einige Schriftrollen und Fläschchen für mehr XP und gedropptes Gold finden, sowie diverse Dienstleistungen wie Namensänderungen und dergleichen. Verabschieden möchte ich mich mit dem Bild dieser im Spiel vorhandenen, fragwürdig großäugigen Katze mit was auch immer in den Ohren und der dazu völlig unpassenden, aber wunderschönen Unterwassermucke aus Super Mario 64. Das nächste Video kommt schon bald, bis dahin lasst es euch gut gehen.